Eine andere Sache, mit der der Staat die Menschen eingelullt hat, ist diese Sache mit dem Notstand. Fällt denn wirklich niemandem auf, wie bizarr und unlogisch da die Argumentationslinie ist? In einer Krisensituation, so die Lüge des Staates, können die Rechte der Menschen eingeschränkt werden, vermeintlich um die Ordnung aufrechtzuerhalten oder aus anderen ganz wichtigen Gründen. Menschenrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Das Recht zu haben, nicht willkürlich umgebracht, eingesperrt, verfolgt, ohne ordentlichen Prozess verurteilt zu werden, das braucht man in Zeiten ohne Krise ohnehin nicht. Da funktionieren die Institutionen ja mehr oder weniger. Gerade in Krisenzeiten, gerade dann müssen die Menschenrechte besonders streng befolgt werden. Da dürfen nicht die Rechte der Bürger eingeschränkt werden. Da muss die Befugnis des Staates eingeschränkt und die Freiheit der Bürger erweitert werden, damit diese sich anständig verteidigen und gegen die Auswirkungen der Krise wappnen können. Es müsste also gerade umgekehrt sein. Wenn der Staat schwach ist, muss der Bürger stark werden, nicht umgekehrt.